Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bewegen uns immer noch in Richtung Pau mit Gabelstaplern aus München heraus. Und wir sind jetzt auf dem Weg wieder auf die Autobahn, haben gerade eben noch eine Runde geschlafen. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Und dazu muss ich dann sagen, ich nutze dieses hier immer so ein bisschen, um mit euch ein bisschen zu reden und dies und das. Und ich bin gerade, weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, maximal verwirrt, schockiert, auf jeden Fall verwirrt. Also verwirrt trifft es auf jeden Fall. Es sind Dinge passiert. Das konnte ich mir nicht erklären. Und zwar trug es sich zu, und zwar am Freitag um 19 Uhr schaute ich. Irgendeine Botschaft habe ich freigeschalten. Okay, von mir aus. Schaute ich mal so kurz im Analytics vorbei und war leicht verwirrt, warum ich in der Stunde zwischen 19 und 20 Uhr so viele Aufrufe hatte. Also Videoaufrufe. War ich etwas irritiert und dachte mir so, naja gut, okay, irgendwas schief gegangen, keine Ahnung, wird YouTube wieder richten. Die Zahlen dieser Anzeigen sind sowieso immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? Das ist so plus minus 1000, kann auch richtig sein. Egal. Auf jeden Fall war ich dann maximal verwirrt und so weiter und so fort und habe dann nichts ahnend einfach gesagt, naja gut, okay, ist es halt so, und habe mich dann noch ein bisschen gezockt, bisschen hier, bisschen da, ein bisschen mit Freunden gequatscht. Und dann bin ich ins Bettchen gelegt und nächsten Früh schaute ich dann wieder die Statistik an, beziehungsweise eigentlich habe ich den ganzen Abend immer mal wieder drauf geguckt, muss ich ja ehrlich zugeben, weil ich es einfach nicht glauben konnte, was da passiert ist. Und ich kann es bis jetzt immer noch nicht ganz fassen, warum, wieso, weshalb ich von durchschnittlich 200 Views am Tag da dann hochgestellt bin auf Größenordnung 1600 am Tag. Also erstmal danke dafür. Ich muss jetzt auch Danke sagen für über 200 Abonnenten. Ich dachte erst, das kommt irgendwann im November. Und ich hätte jetzt die Tage Zeit, da vielleicht eventuell dann doch mal eine Newsfolge zu machen. Aber es landet halt hier im ETS wahrscheinlich mit den ganzen News zur Lage der Nation. Also ich muss aber ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Das sind um die 30 neuen Abonnenten innerhalb kürzester Zeit. Was mich persönlich schockiert, da, also sehr freut auf jeden Fall, ne? Also das muss ich mal zugeben, also das freut mich extremst. Ich hätte, war, ja. Okay, eigentlich steht hier dran, dass ich hier nicht mit dem LKW durch darf, ne? Egal. Geht trotzdem. Hätte sein können, dass ich noch eine Strafe bezahlen muss oder so. Oder vielleicht muss ich da mehr Maut bezahlen, kann natürlich sein, dass der LKW stand, bloß die Hälfte bezahle, über dem Auto stand. Na, egal. Jedenfalls habe ich es nicht für, also ich, ja, also es war ein Ansprung oder glaube ich sogar 15% an Abonnenten, die ich jetzt einfach mal mehr hatte. Kann man auch so sagen, ne? Da sind über 20 dazugekommen bei Start von 190. Das ist durchaus möglich, dass das 15% sind. Sorry für die Katze. Falls ihr die gerade gehört habt. Sitzt hier gerade mal neben mir. Ich habe gerade den automatischen Staubsauger im Betrieb. Das mag sie nicht so. Nur so nebenbei. Der ist gerade im Flur im Gange und. Naja, das ist nicht. Das mag der Kater nicht. Aber. Riesengroßes Dankeschön dafür, und ich, wenn das jetzt so auf diesem Niveau weitergehen soll oder weitergeht. Dann bin ich natürlich extremst dankbar darüber und freue mich riesig über den Anklang, den da eine Let's Play Reihe gefunden hat. Ich meine, ich habe den School Simulator mal irgendwann reingenommen, habe dann so, naja, ihn halbwegs stiefmütterlich behandelt, habe durchgezogen, habe geguckt, was wo geht und so weiter und so fort, und habe dann nach 22 Folgen einfach wortlos aufgehört, dort weiterzumachen, weil ist halt ein Early Access Game, da kann man dann so jede Woche mal reingucken und kann sich dann da mal gucken, ob es was Neues gibt. Und da gab es jetzt noch nicht viel was Neues.
Ich habe aber immer gesagt, ich möchte meine eigene Schule mal nachbauen und das tue ich da jetzt so. Das wird es als Let's Play geben. Ich denke mal, das wird sich dann so um 15 Folgen oder sowas nachher handeln, damit die eigene Schule dann fertig gebaut ist. Weil man ja jetzt so das Prinzip ein wenig kennt und wie man an Geld kommt und so weiter und so fort. Das weiß man ja mittlerweile. Mal gucken, wie das... Ja, also wirklich gucken, wie das denn so Anklang findet. Kann ich da gut rüberfahren? Oh, das war knapp. Das hätte fast einen Unfall gegeben. So, den anderen muss ich dann einfach ausbremsen. Dann muss ich einfach mal davor gehen, damit er ein bisschen weg ist. Die Frage ist, ob es hier jetzt eine Abfahrt gibt, wo ich jetzt direkt auf der Abfahrtsspur bin. Wieso zieht denn der jetzt wieder an? Jetzt bremst er aber. Mal richtig. Irgendwas ist hier komisch. Ich muss sowieso hier irgendwo runter von der Autobahn, das weiß ich auch noch. Weil ich muss noch ein Stückchen Landstraße fahren, bis ich in Pau bin. Ach, das wird hier zur Landstraße. Alles klärchen. Ich sehe schon. Ich darf mich hier einordnen. Oder ist das bloß wegen dem Tunnel? Das kann natürlich auch bloß wegen dem Tunnel sein, ne? Und, ja, das werden wir jetzt immer durchziehen und mal gucken, wie weit wir da kommen und was da so zu schaffen ist und zu erledigen ist. Und wirklich, also wenn das so weitergeht, also auch mit den Aufrufzahlen, dass es immer am Tag Größenordnung 1 Kilo bleibt, also dann, ich sag, ich komme von 200, ne? Ich war, bevor kam Mechanic Simulator, war ich am Tag, habe ich mal irgendwann für mich festgelegt, wenn in 48 Stunden 48 Klicks zusammenkommen, das ist ja schon was, ne? Das ist dann, jede Stunde guckt dann einer irgendwie dein Video und gutes. Gut, das ein oder andere Video gucke ich ja auch selber, ne? Muss ich ja zugeben, dass ich da durchaus auch mal meine eigenen Videos gucke. Einfach ja, auch so zur Kontrolle, um mal reinzuhorchen, wie das denn überhaupt generell alles so läuft, funktioniert und sich anhört und oh, hier mal ordentlich bremsen. Ja. Und dann kam Car Mechanic Simulator und der Car Mechanic Simulator hat mich halt dazu gebracht, dass ich dann so im Schnitt um die 100 Klicks hatte oder 150. Das ging dann hoch bis in dieser Zeit, wo ich dann viel gestreamt habe. Warum bleibt der denn hier fast stehen hier? Was ist 90 fahren? Was ist los mit dir? Irgendwas ist komisch mit ihm hier. Was hat er denn? Los, Motor kaputt oder was? Ich weiß noch nicht, was das hier soll. Wir werden mal gucken. Jetzt 30, nicht, dass er jetzt hier das ganze Stehen kriegt. Dann ist jetzt hier wieder so eine enge Passage, das ist richtig. Weil wir sind ja auch in den Pyrenäen. Auf jeden Fall ist es dann so langsam bei sich hier gestiegen. Dann hat man unsere 100 Abonnenten gehabt. Und da war ich ja, da habe ich auch gedacht, so Wahnsinn, ne? Also das 100 Mann, sich für mich interessiert. Stand aktuell sogar bei 225. Ne? Hammer, geil, super. Und ja. Das, also, ja. Ja, also ich bin immer noch überwältigt. Und wie gesagt, ich bin dann halt im maximal verwirrt, schockiert. Irgend so eine Mischung da draus. Weil ich dem nicht ganz, also... Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso. Ne? Also ich bin ja, will ja ehrlich sagen, also ich selber sage von mir, ja gut, ich mache den Quatsch hier, weil es mir Spaß macht und weil ich dann so denke, so, ach naja, komm, ein bisschen dummes Zeug labern kannst du, jetzt hast du die Internetleitung, kannst du die Scheiße mal hochladen, kannst du den Blödsinn, den du deine ganze Zeit sappelst, vielleicht... Hoppala, jetzt habe ich richtig Fracht beschädigt. Ja, schade. Bin ich da innen drin an dem Beton hängen geblieben. Und... Wie gesagt, also das habe ich dann so für, ah mein Gott, ich zeig mal, was ich gerne spiele. Also ein bisschen World of Warships, ein bisschen Armored War 4, weil ich das Spiel gut finde, weil ich eben das Spiel auch unterstützen möchte eigentlich damit, also dass das vielleicht ein paar Leute noch sehen oder so. Gut, das werden jetzt keine neuen Leute jetzt, die, glaube ich nicht, dass die bei mir großartig zugucken oder da, weiß ich nicht. Also, das weiß ich eh nicht, also ich, das kann ich gar nicht einschätzen, wer überhaupt bei mir so zuschaut und warum und wieso, weshalb, ne, also das, du kriegst zwar über dieses Google Analytics Gelumpe da einiges raus und siehst so in etwa so Alter, Geschlecht,
aus welcher Region oder aus welchem Land sie kommen und dies und das, was ich dann auch merkwürdig finde, dass da ich einen japanischen Zuschauer habe. Aber gut, kann ja jemand sein, der in Japan lebt, der aus Deutschland stammt und mich dann gefunden hat und dachte, ach hier, dann höre ich mal meine Muttersprache wieder. Auch wenn ich diese in regelmäßigen Abständen, na sagen wir mal, ja, der deutschen Sprache doch einiges antue, was nicht ganz so schön ist. Aber gut, das... Wurscht. Jedenfalls hat sich das dann jetzt so ergeben in den letzten Tagen, in den letzten zwei Tagen, dass ich da dass sich da Dinge tun, die ich mir so noch nicht erklären kann. Also ich freue mich darüber, ja. Das ist so wie wenn du himmelst deine Frau an, traust dich sie aber nicht richtig anzusprechen und sie kommt irgendwann zu dir und sagt, hey Süßer. Genau der Moment ist das. Wo du dann erstmal ne, so ein bisschen das Herzblatt ankriegst und dir denkst so, boah, warum denn, hallo, ja, schön, dass ich dich sehe und du dann erstmal so ein bisschen sprachlos bist. So, denkst du, geil. Ne? Also genau dieser Moment ist das. So, ich kann es nicht, ich weiß es nicht und ja, bin erstmal sprachlos. Ich meine, den Moment, den hatte ich durchaus auch schon zweimal im Leben, dass ich dann eine Frau toll finde und die dann mal zu mir kam und gesagt hat so, hi. Und schließt das mal da, ja, hallo. Und am meisten hast du es dann schon verkackt, ne? Das ist es ja dann. Das ist ja auch ein sehr schnelllebiges Geschäft. Da entscheiden die ersten 3 Sekunden. Wenn du in den ersten 3 Sekunden quasi nur da stehst und dann das dann. Ne? Ist halt auch schon wieder vorbei. Dieser Moment, dieser schöne. Oh. Na gut. Wir wollen aber nicht weiter darüber reden. Also das hat ja sowieso keinen großartigen Erfolg bei mir, das mit dem. Also die Halbwertszeit einer Beziehung bei mir ist recht gering. Leider, also ich hätte da, aber gut, das ist was anderes, ne? Das ist nun was ganz anderes. No. Gut, sind wir noch gut durchgekommen hier. Puh, also, was bleibt uns festzuhalten von der heutigen Fahrt hier? Wir haben es immerhin geschafft, ein bisschen durch die Pyrenäen, zu fahren, haben wir den Serpentin gesehen, haben leider unsere Fracht beschädigt. Schade. Aber gut, bei der langen Strecke, das ist fast, also da, dass man da mal noch einen kleinen Haken drin hat, fast unmöglich, das nicht hinzukriegen. Also klar ist das möglich, wenn man anständig fährt und so und alles, dann schafft man das schon, aber naja, gut. Hat halt nicht ganz so sein sollen. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die neu dazugekommen sind, von wenn es denn Leute gibt, die das hier sehen. Da bedanke ich mich recht herzlich. Herzlich willkommen, viel Spaß hier. Wenn ihr andere Dinge toll findet, sonst irgendwas dergleichen oder auch mal so einen Spielevorschlag habt, warum nicht? Kann man sich ja mal anhören und mal gucken, ob das wirklich was für einen ist. Jo, die Katze meldet sich auch nochmal. Ansonsten bin ich überwältigt. Ich bin wirklich überwältigt. Das ist, glaube ich, das Wort trifft es am meisten. Ich bin überwältigt über das, was da passiert ist. Oder passiert gerade. Ja. Es geht ja gerade noch genauso weiter. Und wenn ich da in dem Bereich bleiben kann und das so weitergeht, dann bin ich sehr glücklich, weil dann könnte so ein bisschen so das, was ich so vorhabe mit dem Kanal, wo ich ja so mal hin möchte, wo die Reise hingehen soll. Also das ist ja alles hobbymäßig, klar, logisch. Und dass ich hier nie im Leben das beruflich machen kann und werde, denke ich mal, ist bis jetzt auch sicher, spielt mir vielleicht in 2 Jahren dieses Video nochmal vor, vielleicht ist es dann anders. Wäre natürlich traumhaft. Also das wird auch so traumhaft, ne? Wenn ich hiervon leben könnte, von dem Blödsinn, den ich hier mache. Das hätte schon viel schöner. So, wo ist denn hier der Schlafplatz dann? Yomizi, warte, ich denke mal hier drüben rein, ganz rüber. Schön ist anders, machen tue ich es trotzdem.
Bosiere. Irgendwie müssen nämlich da auf den Parkplatz kommen zum Schlafen. Beziehungsweise zu dem, oder ich mache hier einfach Schluss. In diesem Moment. Genau. Also das war eine Folge Eurotruck Simulator 2 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schlöder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, nochmal Dankeschön an alle, die jetzt neu dazugekommen sind und die jetzt eventuell das hier gucken. Tschüss.